Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von UX Gaming. Und heute ist es wieder Challenge Time. Vor ein paar Tagen haben wir ein Video hochgeladen, wo wir gesagt haben, dass ihr uns eure Challenges schicken könnt. Die heutige Challenge kommt von Jeremy Mods. Floydy Herz. Hab überlegt, wie wäre es, nur mit Granaten und Werfern eine 15er Streak zu erspielen. Natürlich mit Plünderer. Danke Jeremy Mods für die Challenge. Danke auf jeden Fall, dass ich auch Plünderer nutzen darf. Plünderer füllt nämlich nicht die Granaten und Werfer auf. Ist natürlich nett, dass ich da Plünderer nutzen darf. Ich saß wirklich eine Stunde vorm PC und dachte mir, okay, wie kann ich die Challenge lösen? Also man kann Werfer nur wieder auffüllen, indem man entweder über eine Leiche geht, wo die Waffe auf dem Boden liegt. Oder indem man Synapsen spielt, mit der Ladung zurückspulen. Denn damit füllt sich die Generation und die Munition wieder auf. Das heißt, ich habe eine Granate in der OSA, drei Granaten in dem Werfer und eine Granate so. Ich habe fünf Sprengmethoden, um 15 Leute zu töten. Oder 10, wenn es zu schwer ist. Ist auf jeden Fall eine geile Challenge, ist auf jeden Fall auch machbar. Ich werde wahrscheinlich auch minimal ausrasten. Damit das Ganze auch einigermaßen machbar ist, dachte ich mir, suchen wir mal Hardcore Team Deathmatch. Ist auf jeden Fall wieder eine geile Teamaufteilung. Alles klar, Runde ist schon fast vorbei, ich join nach. Klasse, perfekt. Das Gute ist auch einfach, ich kann nicht mal so auf Verdacht irgendwo hinschießen, weil ich nur 5 Sprengmittel habe. Das heißt, wenn ich einen daneben schieße, kann ich es eigentlich schon vergessen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich muss immer warten, bis ich wirklich einen hundertprozentig sehe und dann auf ihn schießen. Ja, das klappt in Hardcore auch wunderbar, weil man nach einem Schuss bei jeder Waffe stirbt. Okay, ich habe zurückspulen. Hitmarker. Die Runde schneiden wir raus. Okay, let's go. 1. 2. Jawohl. Ey, 2 ist schon mal ein Anfang. 2 ist schon mal ein guter Anfang. Was ist das für eine sinnlose Scheiße? Ja, Mann, das hilft mir auf jeden Fall richtig beim Aimen. Okay, 1. Jawohl, sehr gut. Bitte, bitte geht einfach dahin. Jawohl, 2. Komm, komm, komm. Ja, 3. Jawohl, da ist einer, das ist ein safer Kill. Oh. Kein safer Kill. Jawohl, geh. 1. 2. Einer bitte hingehen. Hitmarker! Jetzt, da kommt einer. Mann. Komm. Jawohl, 2. 3. Oh, 5. Ey, ich schreibe jetzt Stylus an, ich brauche einen, der mir Munition droppt. Gut, hat sich dann damit auch erledigt. Die Runde muss was werden. Bitte kommt einer. Ja, okay, überlebt. Er ist nicht gestorben, okay. Jawohl, 1. Komm. Oh, 2, okay. 3, oh. Nein. Da waren Schüsse. Jawohl, 1. Komm. 2, okay. 3. 4. Oh, ich lauf außen rum. Verwendete Drohnenunterstützung aktiv. Ui, da ist ein Sniper. Tut mir leid, dass ich dich killen muss. Ich bin bei 3, glaube ich. Bei 3. 4. Ich habe keine Muni mehr. Oh, f***. Und tschüss. Einer ist immer im Cockpit. Einer, jawohl. Hat er getroffen? Sehr schön. 1. Hier ist was. 2. Was war das? Komm, lass aus hier! Oh, noch 6 Kills. Ja, Mann, das wäre eine geile Challenge. 10 Kills bei 94 Punkten zu machen, oder? Das wäre doch eine neue Challenge. Das wäre eine richtig geile neue Challenge. Ja, Mann. Und auch noch verloren. Jetzt reicht's. Es reicht. Super, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Ihr könnt unter diesem Video gerne noch mehr Challenges schreiben. Ihr könnt auch gerne mal machbare Challenges in die Kommentare schreiben. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, spiel mal mit Empfindlichkeit 21, mach 10 Kills in Team Deathmatch, obwohl wir schon 91 Punkte haben. Beweise, dass Stylus hetero ist, kann man nicht machen, okay? Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn ich diese einfache Challenge leider nicht geschafft habe. Bewerten und kommentieren nicht vergessen und haut rein.